Hinlegen! Sofort hinlegen! Hinlegen! Messerattacke gegen einen AfD-Politiker mitten in Mannheim. Hilfe, gegen 22.30 Uhr filmt der AfD-Gemeinderatskandidat in der Nähe eines Marktplatzes diesen Moment. Er verbreitet das Video offenbar auf Social Media. Ein junger Plakatabreißer auf frischer Tat ertappt. Mit lauten Rufen nähert sich der Politiker dem Vandalen. Er trägt einige Plakate unter dem Arm, in der anderen Hand deutlich ein Teppichmesser. Wahrscheinlich, um die Kabelbinder zu lösen. Es kommt zum Handgemenge, bei dem der AfD-Mann nach Angaben der Gemeindefraktion an Ohr und Bauch getroffen wird. Polizei! Hilfe! Polizei! Bei dem attackierten Politiker soll es sich um den 62-jährigen Heinrich Koch handeln. Klar zu erkennen, am Tag nach dem Vandalismus sind nahezu alle Wahlplakate der AfD im Umkreis zerstört, abgeschnitten, beschädigt. Die Polizei nimmt einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest. Bei dem jungen Mann gäbe es deutliche Hinweise auf psychische Erkrankung. Der Angriff mit dem Cuttermesser sei bei der Festnahme bestätigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine konkreten Hinweise vor, dass der Tatverdächtige erkannt hatte, dass es sich bei dem Opfer um einen AfD-Politiker handelt. Halt! Bleib mir stehen! Hinlegen! Sofort hinlegen! Hinlegen! Polizei! Hilfe! Polizei!